dann hätte ich ja schon mega viele Kinder. Wieso? Ich würde schon mega viele gute Küsse geben. Glück haben, würde ich sagen. Wieso küssen wir eigentlich? Wieso küssen wir eigentlich nicht? Das ist doch jeder in der Frage. Was? Ah, du meinst grundsätzlich? Ja, grundsätzlich. Gut. Bedeutung vom Kuss. Ja. Habe ich mal die spannende Theorie gelesen von Sigmund Freud, wo ich absolut nicht einverstanden bin. Nämlich, es ist die Muttermilchtheorie oder die Mutterbrusttheorie, dass wir schon seit Säugling so eine Befriedigung neurale gefunden haben, wenn wir an der Brust waren, dass wir das noch heute suchen und finden, wenn wir jemanden küssen. Ja, ganz ehrlich, ich will beim Küssen nicht als Stille auch noch müssen denken. Wirklich nicht. Oder? Aber wieso küssen wir? Das ist eine gute Frage. Ja, eine ganz bekannte Theorie ist, dass in der Frühzeit des Menschen Mütter für ihre Kinder das Essen vorgehäut haben und das dann mit gespitzten Lippen den Kind eingeflößt haben. Und aus dem heraus sagt dann irgendwann der Kuss für das Kind entstanden, um das Kind zu beruhigen. Und aus dem heraus wiederum dann der partnerschaftliche Kuss als Zeichen von Zuneigung, Liebe und Erotik. Aber rein evolutionär denkt, dass ich meine, Sex macht komplett Sinn, weil wir pflanzen uns so fort. Aber wieso braucht es einen Kuss? Ja, es gibt eine wissenschaftliche Disziplin, die sich genau mit dieser Frage auch beschäftigt. Und zwar die sogenannte Philematologie. Da kommt mir jedes Mal ein Rindsfilet in den Sinn. Philematologie, die Wissenschaft des Kusses. Und eine bekannte Forscherin, die schon viel auf diesem Gebiet geforscht hat, ist Helen Fisher aus den USA. Mm. Und sie ist jemand, der steif und fest behauptet, dass es eine biologische Notwendigkeit gibt für einen Kuss und dass, wenn wir einander küssen, dass dann primär die Frau sehr schnell merkt, wenn sie den Mann küsst, ob das ein guter, richtiger Mann für ihre künftigen Kinder wäre. Ah. Also ein genetisch richtiger Mann, das ist noch wichtig. Dann hätte ich ja schon mega viele Kinder. Wieso? Ich würde schon mega viele gute Küsse geben. Glück haben, würde ich sagen. Also spannend. Also wie soll das funktionieren? Also wir alle verströmen so etwas wie eine geruchliche Visitenkarte. Und das hat damit zu tun, dass die geruchliche Visitenkarte quasi für unser Immunsystem steht. Ja. Und jetzt ist die Vermutung da, dass gerade auch wenn wir uns küssen, dass man halt sehr intensiv die geruchliche Visitenkarte austauscht und dann gerade merkt, ob man zusammenpasst. Leute, die sehr unterschiedliche Immunsysteme haben, passen quasi besser zusammen, weil zwei unterschiedliche Immunsysteme geben ein stärkeres Immunsystem beim Kind. Und so, das ist auch eine Vermutung, erklären sich viele, warum es es manchmal gibt. Ich weiss nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, dass jemand wahnsinnig toll findest und total begeistert bist und dann der erste Kuss, und es muss nicht einmal ein schlechter sein oder irgendwie so ein Helikopterkuss. Das ist einfach nicht... Es passt. Es ist einfach nachher so wie fertig, oder? Ja. Und das könnte auch mit dem zu tun haben, vermutet man. Aber ich meine, einander erschnuppern kann man ja auch über den Geruchssinn zum Beispiel. Da brauchst du kein Maul dazu. Stimmt. Oder ein anderer Punkt ist, es gibt ja einfach auch die ganze Kulturen, die den Kuss gar nicht kennen oder gar nicht praktizieren in dem Sinn wie wir. Indigene Völker zum Beispiel, die zum Teil den Kuss nicht kennen. Ja, fair enough. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der gerade in der Geisteswissenschaft sehr häufig angeführt wird, weil aus dem Ecke kommt der Kritikpunkt, ja, es gibt nicht wirklich viel Beweis, dass der Kuss biologisch nötig ist. Und da kommt vielleicht der gesellschaftliche Aspekt ins Spiel, oder? Dass die Liebe auch durch Kuss zum Beispiel dargestellt wird. Oder das Symbol Nummer 1 für Liebe ist der Kuss. Ganz genau. Und darum war auch Hollywood einer der entscheidenden Faktoren gewesen, warum der Kuss überhaupt erst um die Welt gegangen ist und sich so verbreitet hat. Mhm. Also das hat mit den Filmen so in den 30er, 40er Jahren angefangen. «Vom Winde verweht» zum Beispiel, ganz bekanntes Beispiel mit der epischer Kussszene. Dort ist der Kuss halt so fest inszeniert worden und so fest als Symbol von der Liebe inszeniert worden, dass das Auswirkungen auf die ganze Welt hatte. Und das Spannende daran ist, dass es damals eine Zeit war, in der Kuss im Film noch etwas vom Einzigen war, wo man in Sachen Liebe hat dürfen zeigen durfte. Weil Hollywood hat sich damals selber zensiert, nachdem es in der Zeit vorher, in der Stummfilmzeit, ziemlich viel Exzess gegeben hat, was Liebes- und Schlafzimmerszenen anbelangt hat. Und entsprechend ist halt noch der Kuss geblieben. Und der Kuss wie so das grosse Ding geworden, das man in den Film inszeniert hat. Mhm. Et voilà.
Mit den Hollywood-Filmen ist auch der Kuss um die Welt. Und heute ist es so, wie beim Fast Food, wo auf der ganzen Welt gegessen wird, wird auch auf der ganzen Welt geküsst. So unromantisch, wirst du auf einmal. Ja, okay. Aber wegen Fast Food. Ja. Ja, und können wir uns Bottomline einfach darauf einigen? Es ist mega schön. Ja, natürlich. Es ist mega schön. Es ist nur schon mega schön zum Schauen. Welches ist, habe ich mir jetzt gerade überlegt, welches ist der schönste Filmkuss? Also, welches ist die Szene im Film mit der schönsten Kussszene? Schreibt uns eure Lieblingsszene doch in die Kommentare. Und bevor ihr jetzt heute Abend am Valentinstag die grossen Liebesschwüre à la Forever and For Always macht, schaut mal nach dieser Sendung über die Struktur der Lust, wo es unter anderem um die Frage geht, sind wir Menschen eigentlich für die Monogamie gemacht? Bis dann, ciao zusammen.